Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr in den nächsten Tagen für Videos sehen wollt, die hier auf dem Kanal kommen. Ob ich Tipps und Tricks zu Keybinds machen soll oder meine Warm-Up-Routine vorstellen soll. Oder schreibt auch gerne rein, was ihr sonst noch für Ideen dafür habt. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Leider sind auch die Aufnahme von der FNCS gestern gecrashed, deshalb wird es davon keine Highlights geben. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch die Highlights von der Solo Hype Night am Freitag und eben halt von gestern die Highlights davon als Aufnahme. Das wird auf jeden Fall dann noch kommen, aber eben halt wie gesagt nicht von der FNCS. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und heute haben wir zwei neue Skins. Auch mal wieder grüne Skins, einmal die Scharlach-Kommandantin, dann die männliche Version davon, blutrote Elite. Dann haben wir als nächstes den Kuschelbeauftragte-Skin, dazu den Kuschel-Airlines-Gleiter, dann die Kuschelkrallen-Spitzhacke und die Kuschel-Tarnung und dann dazu noch den Bear Force One-Gleiter. Dann haben wir die Einsatzleiterin noch. Der Skin ist sogar mit mehreren Stilen und er ist reaktiv, beziehungsweise das Backpack ist reaktiv. Hier haben wir einmal die Stile Standard und dann ohne Kopfbedeckung und Maske. Und dann kann man dazu noch die Farbe auswählen, einmal in grün und einmal in blau. Und wie gesagt, das Backpack ist reaktiv. Umso mehr Schaden man an Gegnern verursacht, desto weiter füllt sich hier im Prinzip der Kreis, wie man es hier auch in dieser kleinen Vorschau sehen kann. Dann haben wir als nächstes den Pizza Pyjama Skin. Hier hat man für den Skin zwar keine verschiedenen Stile, aber hinten fürs Backpack einmal den Standardstil, wo es so ein bisschen Gold ist, und dann noch den normalen Käsestil. Dazu natürlich noch das Skin an sich. Dann haben wir den Schere Stein Papier Mode. War glaube ich schon relativ lange nicht mehr im Shop. Ganz klassisch natürlich, wird zufällig hier Schere, Stein oder Papier ausgewählt. Das heißt, man kann es auch richtig zum Auslosen nutzen. Und dann haben wir die Sternstab-Spitzhacke, den Pop-Sternchen-Emote. Und als letztes noch Oberpeinlich. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.